Für dieses Geräusch. Wir sind der junge Chor aus Öfentrau. Und was mich ja die ganze Zeit schon nicht loslässt, das war eben dieses Gespräch über den Oscar, wo der Name herkommt. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ist das eigentlich ein Lob oder eine Beleidigung für den Menschen, der so benannt wurde. Denn ich möchte jetzt an dieser Stelle ganz gerne mal diese Oscar-Statue, die hier steht, gerne analysieren, wenn der Chor ein bisschen an die Seite gehen könnte. Diese Analyse wird in etwa 2 bis 3 Stunden dauern und ich werde sie nachher schriftlich abfragen. Wenn wir uns das mal angucken, wenn jetzt jemand wenn dieser Oscar nach einer realen Person benannt wird, was hat die Person inspiriert, die diesen Mann oder diese Statue so nennen wollte? Also wir haben die Fakten, es ist ein Mensch ganz offensichtlich, der sehr gut gebaut ist. Wahrscheinlich ein Surfer, der gerne halbnackt durch die Gegend läuft mit einem Schwert in der Hand. Das sind erstmal nicht die positivsten Aspekte, würde ich sagen. Und ganz besonders wichtig, das ist mir aufgefallen, wenn Sie auf die Füße gucken, der Typ hat Ballerinas an. Ob das jetzt zwingend ein Kompliment für die Person ist,
die dem Oscar den Namen gab, das wage ich zu bezweifeln. Ob der nächste Film, den wir jetzt besingen, einen Oscar gewonnen hat, weiß ich jetzt auf der Stelle nicht. Das Lied kommt aus Sister Act und heißt Hello, the Queen.